Mega spannend. Es geht um nahe Seelenverbindungen. Die Zwillingsseelen sind hier gefallen. Und es geht darum zu erkennen, ich habe jetzt hier eine Themenlegung gemacht, wo wir stehen, was ist hier der bewusste Pfad, was ist der unbewusste Pfad, was hilft zur Lösung, wohin darf es gehen, was ist der freie Zustand quasi, was darf man hier im Außen sehen, was ist der Ursprung von der ganzen Geschichte und was ist jetzt das, was so in Liebe und Partnerschaft einfach so in der Transformation drinnen liegt, um was geht es da? Und ich finde das wunderschön. Eure Leidenschaft ist entfacht, aber es geht auch darum, Altes abzulegen. Nur die Liebe wird dich befreien. Lass das Alte los, damit eine neue Liebe in dein Leben treten kann. Und das kann jetzt alles Mögliche sein. Das kann sein, dass du hier jetzt in einer Verbindung drinnen bist, die du vielleicht fälschlicherweise als Zwillingsseele, Dualseele, nahe Seelenverbindung siehst, obwohl sie einfach nur eine romantische Liebe ist, zum Beispiel, obwohl es ein karmischer Lernprozess Partner war, obwohl es etwas ganz Tiefes war, das dich jetzt in deine Prozesse hineingebracht hat oder dich überhaupt in die Bereitschaft hineingebracht hat, eine hohe Seelenverbindung zu leben. Oder es kann sein, dass du hier aufgefordert bist, in der Situation, wo du deinen Menschen schon gefunden hast, hier mal aufzugeben. Ja, das ist so dieses Triggerwort, aufzugeben, denjenigen einmal fallen zu lassen, sein zu lassen, zu akzeptieren. Und Achtung, das war das Schwierigste, was mir passiert ist in meinen Prozessen, aber das, was am heilsamsten war, zu akzeptieren, dass es womöglich nie wieder sein wird und kann. Einfach wirklich dieses Loslassen, dieses Seinlassen, die Akzeptanz dessen, dass es ist, wie es ist und aufzuhören zu kämpfen. Und die Kriegerenergie haben wir wirklich hier drinnen liegen. Wir haben hier noch den Krieger im Hauptthema liegen. Das heißt, man kämpft hier noch für die Liebe, man kämpft hier noch, um gesehen zu werden, um gehört zu werden, um Aufmerksamkeit zu bekommen, um Liebe zu bekommen. Man hat hier noch irgendwo im System drinnen, dass man kämpfen muss darum, um zu bekommen, was man braucht. Ob das jetzt ist, dass ich im Vertrauen bleibe, dass ich in der Hoffnung bleibe, dass ich nicht aufgebe, dass ich positiv bleibe in der Schwingung zu diesen einen Menschen hin, da liegt der Hausputz drinnen. Ja? Trau dich hier wirklich frei zu fliegen und trau dich hier wirklich einmal so einen Boom zu machen in deinem Leben, indem du alle Fehler, die passiert sind, alle Missverständnisse, die passiert sind, alle kleinen Missgeschicke, die passiert sind, einmal auskehrst, sein lässt und in Frieden gehst, damit aufhörst zu kämpfen aufgrund von einem schlechten Gewissen, aufgrund von einem schlechten Muster, aufgrund von irgendwelchen antrainierten Geschichten, aufgrund von irgendeinem Programm, was vielleicht in dir läuft, hier wirklich einmal zu sagen, okay, ich entscheide frei und lass mich einfach mal vollkommen sein. Ich lass mich mal einfach an die erste Stelle rutschen. Ich bin frei. Ich bin frei, alles, was ich brauche, jetzt für mich zu erleben. Und was wunderschön ist, wir haben hier im bewussten Prozess, haben wir drinnen, der Mond spricht es sowieso, scheint immer und lässt dich wirklich wissen, was deine Seelenwünsche sind, was deine Berufung ist, was deine Hingabe ist, was das ist, was dich wirklich vorantreibt im Leben. Und das ist dir bewusst, du weißt, dass du sehr verbunden mit deiner Seele fließt und das ist wunderschön. Das heißt, es geht auch hier darum, bewusst in dieses Fließen, zyklenmäßige, der Mond steht auch für die Zyklen, kommt gerade, ja, dieses zyklenmäßige zu genießen und nicht im Konflikt damit zu sein, nicht im Kampf damit zu sein, weil alles hat seinen Grund. Es hat in dir seinen Grund, es hat in dir seinen Sinn und es hat auch den Grund für den anderen Menschen, weil ihr euch begegnet habt. Und gar nicht zu oft, gar nicht zu selten, sondern sehr oft ist es sogar so, dass auch bei den Menschen, die ich begleitet habe, durch die ganzen Prozesse durch, tatsächlich es so war, dass hier ein wunderschönes Lernen stattgefunden hat und dass hier eine unglaublich schöne Dankbarkeit nachher auch entstanden ist und eine wirklich schöne Liebe entstanden ist, weil man gemerkt hat, man hat sich einmal befreit aus den Strukturen, wo man selbst noch gar nicht partnerschaftsfähig, so wie man es sich eigentlich vorstellt, war. Gut, was ist der unbewusste Prozess? Und beim unbewussten Prozess haben wir Painting with Magic, I don't have to know everything all the time. Und das heißt so viel wie, ich muss nicht jederzeit alles wissen. Ja, wir dürfen einfach mit Farben kreieren, wir dürfen hier und jetzt ankommen. Und das ist noch so ein bisschen ein unbewusster Prozess, wo ich das Gefühl habe,
irgendwas speilt sich noch in dir. Ich glaube schon, dass du ein Mensch bist, der grundsätzlich schon auch Kreativität und Offenheit und alles genießt im Leben. Und trotzdem, ich muss nur immer wieder rauf auf die Kamera schauen, dass die mir nicht ausgeht. Und trotzdem ist es so, dass da noch so ein kleiner Funken da ist, wo man vieles verstehen will, dass man vieles vorausblicken will, dass man einfach sehen will, was ist auch das Ziel, was darf man davon wissen. Und vieles weißt du aber davon nicht. Und genau das ist auch der Prozess, in dem du da dich befindest. Und genau das ist es auch, was wichtig ist in diesem Prozess für dich, um deine Farbenpracht, um deine Farben im Hier und Jetzt zu finden für dich. Wunder, wunder, wunderschön. Was hilft uns da jetzt zu lösen, ja? Oder was ist denn auch schon gelöst worden durch was für ein Geschehen? Und da haben wir das in Verbindung gehen mit der 2. Und das ist total schön, the Wishing Tree. My wishes grow big like a tree. Ja, und wirklich dieses, meine Wünsche dürfen gedeihen, meine Wünsche dürfen mit mir sein, meine Wünsche dürfen groß und kräftig sein, meine Wünsche dürfen mich tragen, meine Wünsche machen mich frei. Also alles Mögliche, was dir da jetzt einfällt in Bezug auf deine Wünsche dürfen wahrhaftig leben, deine Wünsche dürfen dich vor allem wahrhaftig beleben und deine Wünsche dürfen groß, kraftvoll und kräftig sein und sie dürfen sich auch bewegen, sie dürfen wachsen, sie dürfen gedeihen. Ja, also ganz ein wunderbarer Punkt auch hier mit einer Farbenpracht. Das heißt, das ist etwas, was dich jetzt hier weiterbringt und was dich hier auch schon weitergebracht hat. Ja, was hast du groß gemacht in deinem Leben? Ja, wie bist du jetzt zum Beispiel aus vielen Traueretappen schon herausgegangen, gerade in diesen Prozessen, was die Liebe betrifft? Was hast du da gemacht für dich? Reflektier das mal. Ja. Was wir brauchen in solchen Prozessen, ist wirklich auch ein gesundes, gutes Reflektiervermögen. Nicht uns selber hinterfragen, nicht uns klein machen, nicht an uns nagen, sondern wirklich ein Reflektieren der Situationen und uns anschauen, was da passiert ist und das, was nicht stimmig ist, hier einfach umzuwandeln, umzudrehen, zu korrigieren für uns. Denn das, was jetzt hier kommen darf, das ist wie ein wunderbares Überraschungsei. Das ist wie wirklich etwas, was Freude bringt, wie ein wunderbares Neuanfang und hier auch mit der 23 den Neuanfang zu genießen. Du gehst in Verbindung mit der Kreativität, mit der Schöpferkraft, um dich selbst im Abenteuerleben wiederzufinden, zu genießen, zu kreieren, wer auch immer du bist. So, und jetzt habe ich hier natürlich schon ein paar Hinweise bekommen, was dir jetzt ganz wichtig ist, was ganz wichtig ist, deine Wünsche und Träume groß zu machen. Oh, da kommt die Liebe, das war vorher jetzt nicht die Liebe und der Herz, Mensch, egal ob weiblich oder männlich, da kommt etwas, ja, die Erfüllung kommt auf dich zu, wenn du loyal zu dir bist und einfach beginnst, dein Buch im Leben selbst zu schreiben, nicht aufgrund der Traurigkeit, sondern aufgrund des Neuerlebens, was du wirklich erfolgreich für dich in Erfüllung leben willst. Du stellst dich auf die erste Stufe und fürchtest dich jetzt nicht, deinen Pokal, deinen Sieg im Leben wahrzunehmen, mit ganz viel Herz, mit ganz viel Offenheit. Ja? Wunder, wunderschön. Du bist bereit, die Sonne in deinem Leben, das Herz in deinem Leben zu genießen, mit dir, mit deiner Essenz zu fließen und dich an erster Stelle zu stellen und dir loyal gegenüber zu sein. Und wenn wir uns ganz ehrlich sind, dann ist uns das nicht recht, wenn jemand mit uns nicht kommuniziert, wie wir gerne kommunizieren würden. Wenn jemand uns nicht antwortet, wenn jemand nicht bereit ist, in die Tiefe zu gehen, wenn jemand noch besetzt ist, also noch in Partnerschaften lebt, noch nicht frei ist, wenn uns jemand nur als Affäre haben wollen würde, wenn, egal, ihr könnt euch jetzt alles zusammenspinnen, schaut euch die Situationen wirklich realistisch an, wo seid ihr gerade drinnen. Wenn jemand nicht bereit ist, mit euch in Verbindung zu gehen, so wie man sich das vorstellt als Partnerschaft, warum hält man dann dort fest? Und genau das sind die Strukturen, die hier gelöst werden müssen, damit du in eine wunderbare, erfüllte Partnerschaft gehen kannst. Ob mit einem neuen Menschen oder mit den Menschen, ist egal. Der Vorgang davor ist immer dasselbe, die alten Strukturen quasi loszulassen, das, was nicht stimmig ist, loszulassen, dir das selbst wirklich 100% loyal und treu gegenüber zu sein, auch wenn einem dazwischen das Herz gefühlt bricht, auch wenn man dazwischen in Zitterzustände kommt, ne? Auch wenn, egal was. Ja, ich habe jetzt eh zwei Shorts gedreht, auch wo es darum geht, manchmal auch, wo sind wir noch unauthentisch zum Beispiel im Leben? Ja, und ganz oft ist das, ja, wenn der mir schreibt, dann will ich auch gar nicht im Moment mich mit dem irgendwie auseinandersetzen. Was dahinter oft steht, ist, na, ich halte ihn jetzt mal auf Abstand, weil ich habe Angst. Ja, und genau diese Ängste einfach mal anzuschauen und zu sagen, wo
Will ich wirklich leben mit dieser Person? Wo habe ich wirklich einen Bezug hin? Und wo rede ich mir vielleicht die ganzen Sachen schön? Und egal was, da einfach in die Lockerheit hinein, ja, die Lockerheit wieder zu beleben, deine Freude wieder zu beleben, deine Liebe wieder zu beleben im Sinn von dir, von deiner Erststufigkeit, sage ich jetzt einfach einmal, um dich da wirklich frei zu fühlen, frei zu bewegen. Ja, es macht überhaupt keinen Sinn, da immer wieder zu sagen, das will ich nicht, das will ich nicht. Und wenn es dann aber soweit ist, dann breche ich wieder ab. Ja, bleib einfach mal bei deiner Entscheidung. Wenn du sagst, ich ziehe mich jetzt zurück, dann bleib zurückgezogen. Wenn du sagst, solange der jetzt nicht getrennt ist, braucht er zu mir nicht mehr kommen, dann bleib dabei. Ja, wenn du sagst, ich möchte jetzt eine Aussprache haben, dann trau dich ihm das zu sagen und zögerst nicht heraus oder ihr, ne, ist ja wurscht an der Stelle. Egal was es ist, schau wirklich, was sind deine Beweggründe, warum ist es so für dich, ja, und trau dich da bei dir zu bleiben. Und wenn der Mensch sagt, na ja, aber wenn du so bist, dann will ich dich nicht, ja, dann hat der Mensch Pech gehabt. Nicht du hast Pech gehabt, dass du diesen Menschen nicht bekommst, sondern der Mensch hat Pech gehabt. Weil welcher Mensch, lasst euch das mal auf der Zunge zergehen, welcher Mensch redet so mit jemandem? Welcher Mensch geht so mit jemandem um? Wie ist denn dieser Mensch dann gestrickt? Und wollen wir sowas wirklich als Partnerschaft haben? Ja, also ich habe in meinen Seelenpartnerprozessen wirklich schon ein hohes Level an Respekt erlebt. Ich habe solche respektlosen Dinge gar nicht mehr erlebt. Ja, aber ich kenne es aus einer vorigen Partnerschaft. Allerdings war das in einer Drogenphase. Ansonsten habe ich wirklich so stark respektlose Sachen, Gott sei Dank, in Partnerschaften nicht erlebt, also nicht in diesem Ausmaß. Aber natürlich, ich meine, ich kenne auch Betrug, ich kenne was weiß ich was, trotzdem war ich immer so zumindest schon aufgestellt, dass ich gesagt habe, für mich, aber das ist jetzt auch nichts Schlimmes, wenn es nicht so ist. Ja, jeder hat da seine Lernfelder, ich hatte andere Lernfelder. Alles ist gleich irgendwie so, wie wir es nehmen können, so wie wir es brauchen. Ja, und für mich war zum Beispiel ganz klar, ich möchte keine Drittperson sein. Sowas, das ist für mich ganz, ganz schwierig. Ja, das ist für mich einmal nur gegangen in einer Situation, wo ich meine Ex-Partnerin zurückhaben wollte, die dann schon jemanden gehabt hat. Aber auch da muss ich sagen, bitte lasst euch auf solche Sachen gar nicht so ein. Es ist wirklich sehr, sehr schwierig und da darf man sich selbst auf dieses Level stellen und das habe ich mich auch wieder erinnern müssen an der Stelle, wie es kurz passiert ist. Nein, ich lasse mich nicht auf jemanden ein, der gar nicht frei ist oder der mich gar nicht haben will. Ja, schaut euch das wirklich an und traut euch, Nein zu sagen, traut euch da, eure natürlichen Grenzen aufzuzeigen und eure natürlichen Grenzen zu wahren, weil das, was jetzt endet, und das ist wunderschön, das ist hier dieses ständige Auf und Ab, dieser ständige Zusammenbruch, ne? Alle, die in On-Off-Geschichten drinnen sind, alle, die immer mal wieder dieses, oh, da sind wir gehypt, da sind wir wieder tief, da sind wir, egal ob das dann On-Off ist, ja, oder ob das einfach nur ein Bezug ist in der Liebe, wo man halt sich wieder schöner begleitet war, wo man dann aber wieder distanzierter ist, ja, alle diese Geschichten. Nähe, Distanzspielchen etc. Ja, Kontaktabbruch, ja, ganz liebevoll miteinander sein, wieder Rückzug, ja, aber alles, was so, wo so harte Trennlinien drinnen sind, das bekomme ich so, ja, das löst sich da tatsächlich auf, ja. Könnte jetzt auch sein, dass bei dir, wenn das jetzt nicht der Fall ist, dass du solche Themen gar nicht hast mit On-Off, mit Kontaktabbrüchen und so weiter, kann dann natürlich sein, dass hier wirklich alte Strukturen gemeint sind, die dich immer wieder innerlich gebrechen lassen, wo du innerlich ein bisschen versteckt bist. Egal, es kommt eine Transformation rein bei Herzmauern, bei Kampf, bei On-Off-Geschichten und so weiter. Da kommt jetzt wirklich die Transformation hinein. Wird gerade gelöst und das ist wunderschön. Und was ist die Lösungshilfe? Und das können wir hier wunderschön sehen, dass nach jedem Regen Sonnenschein kommt, ja, und dass Pflanzen auch Regen brauchen, um zu gedeihen und zu wachsen. Und das alles hier jetzt mal mit einem anderen Blickwinkel zu sehen, mit dem Blickwinkel, das ist die Lösungshilfe, ja, mit dem Blickwinkel zu sehen, man darf neue Wege gehen, man darf Kleinigkeiten auf seinem Wege sehen, die wunderschön sind und muss sich daraus kein negatives Bild kreieren, sondern darf schauen in diesen Bildern, selbst wenn einmal der Regen rinnt, ja, was danach an Schönheit, an Pracht entstehen will. Und genauso ist es. Du schlüpfst aus einer alten Verfassung, die hier
Und das ist wunderschön, das ist nicht absichtlich gelegt, das ist zu gefallen, ja, der Vater, die Mutter, der Pegasus und der Berg darin. Das heißt, ich habe ganz stark das Gefühl, dass du schon hier irgendwas aus den Elternbereichen mitbekommen hast, partnerschaftlich gesehen, wo da so ein bisschen ein Unfrieden drinnen ist. Und das ist die Ursache von diesem ganzen Thema, dass du vielleicht aus irgendeinem Grund von Vater, Mutter, ja, da müsstest du jetzt schauen, wo du bist, nicht mitbekommen hast, wie schön es ist, ganz frei und offen geliebt zu werden. Das muss jetzt nicht heißen, dass die Eltern zu dir nicht so waren, kann es aber, ja, sondern das kann auch sein, dass die Eltern miteinander vielleicht eine Zwecksbeziehung gehabt haben oder immer festgehalten haben, sich nicht getraut haben zu gehen, was auch immer. Hier haben wir drinnen, ja, darfst du aus dem Berg heraus wieder die Blumen, die Lilien erblühen sehen und darfst dieses Familien Geschehen darfst du lichten für dich, ja? Oder es heißt, dass du in späterer, das ist ein kleinerer Prozentsatz, aber kam jetzt trotzdem, dass du in späterer Zeit verlernt hast, mit deinen Flügeln zu fliegen, obwohl du hier auch behütet aufgewachsen bist und darfst dich jetzt erinnern, dass alles frei fließt und du mit deinen Flügeln hier über den Berg sowieso drüber fliegen kannst, um dich daran zu erinnern, wie du wirklich aufgewachsen bist, ja, dass du dich daran erinnerst, was auch Schönheit für dich war. Ja, oder beides. Ja, schau mal, wo du da drinnen bist. Vielleicht haben sich manche Erinnerungen auch irgendwie verkeilt. Vielleicht warst du mit dem Fokus zu stark irgendwie auf einer Seite. Wie auch immer, du hast mit dem Pegasus die Kraft und die Flügel, dich aus alten Situationen heraus zu befreien, Kraft deines Willens, Kraft deiner Schöpfung, Kraft deines Seins, Kraft deines du bist frei, dich jetzt frei zu entscheiden und dich jetzt frei zu erheben und wirklich Schönheit in dein Leben zu ziehen und Schönheit in deinem Leben zu erfahren. Ja? Und wenn du das in dir wahrnimmst, wenn du das in dir integrierst, wenn du das in dir groß machst, bist du genau, dass du erkennst, ja? Es ist nie zu spät, ein leuchtendes, schönes, strahlendes Leben für sich zu gewinnen. Egal, was man erlebt hat, egal, woraus man geschlüpft ist, ja, man darf die Farbenpracht, und das ist hier der unbewusste Prozess noch, darf man wirklich hier erleben und das groß machen für sich. Ja, wunderschön. Du musst auch nicht ganz genau wissen, was sind die ganz genauen Ursachen davon. Es reicht auch, wenn du das so weißt. Wichtig ist deine Entscheidungsfindung, dass immer wieder neue Prozesse angestartet werden. Veränderungen oder das Leben heißt Veränderungen. Nimm die Veränderungen an, damit die alten Zustände eingefroren werden können und du den Ruf deiner Seele hörst. Du wirst hier gehört. Du bist hier wichtig. Du darfst hier aus Co-Abhängigkeiten rausgehen. Du darfst hier hineinfinden, ja, in das, was du vorher vielleicht verleugnet hast. Ja. Du darfst jetzt delegieren, dass dir auch geholfen wird, dass du unterstützt wirst dabei, dich selbst zu finden, damit deine Seele hier wirklich wieder frei in ihrer Heilkraft dienen kann. Wunderschön. Und das Außen hilft dir dabei, indem es dir Vertrauen schenkt, indem du erkennst, dass du eine wahre Größe in dir hast und dich nicht verirrst auf deinem Weg und merkst, dass jeder Tag einfach ein besserer Tag für dich wird, indem du deine Schritte, dein Leben gehst, und da wartet eine wunderschöne, erfüllte, glückliche Partnerschaft auf dich. Das wird ein Erfolg sein. Lass dich wirklich auf dich ein, aber löse dich von diesen Dingen, die dir jetzt wirklich, wirklich nicht mehr dienlich sind. So, das war's. Das war jetzt ein Schnelldurchlauf. Ihr Lieben, ich freue mich auf eure Kommentare, ich freue mich auf eure Geschichten auch, ja. Je nachdem, wo ihr steht, ich habe jetzt lang solche Readings nicht mehr gemacht. Erzählt mir mal ein bisschen, wo seid ihr denn gerade in Liebe und Partnerschaft unterwegs? Was ist da gerade los bei euch, dass ich auch die Readings dementsprechend auch ein bisschen anpassen kann, natürlich? Und schauen kann, okay, was ist da, wo, na, wenn ich dann schon auf bestimmte Themen hinschaue, was ist da vielleicht wichtig, was können wir da vielleicht noch schauen? Ich freue mich sehr. Ja, lass dich drauf ein. Ja, in dem Fall ist nicht weniger mehr, sondern mach mehr für dich, ja, weniger für die anderen. Ja, das ist für dich mehr, und mach mehr von dem, was dir wirklich entspricht. Ja, du gehst jetzt hier in dein Licht und dort wartet, ja, eine erfüllte Partnerschaft für dich. Aber bitte hab die erfüllte Partnerschaft nicht das Ziel, sondern quasi dein Licht, deine Liebe, deine Erfüllung. Dann kommt das wie die, wie
wie einfach ein Geschenk für dich, aber nicht mehr als Need, nicht mehr als Bedürftigkeit, nicht mehr als Muss, sondern einfach als wunderbare Lebensergänzung für dich. Also sei bereit, dich selbst jetzt zu erleben und dich selbst auf die Herrscherinnen, Königinnen, Göttinnenstufe hinaufzuheben oder Götterstufe hinaufzuheben, ist egal, ja, ob männlich, weiblich oder wie auch immer du dich fühlst, ja. Also einfach hier dich neu zu beleben, ja, weil das Leben ist zum Leben da. Sag Ja zu dir und zu deinen wunderbaren Fähigkeiten und Gaben. Bis dann, Baba.